Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu 30 Minuten mit Gun Home. Und wir spielen Gun Home 30 Minuten lang als kleinen Test. Ich weiß nicht, wie lang Gun Home in Wirklichkeit ist, aber wir werden es gleich rausfinden. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me up. Like, really, seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Okay, also da ist wohl die junge Dame aus dem Urlaub zurückgekommen und wollte nicht vom Flughafen abgeholt werden, sondern hat sich selber darum gekümmert, dass sie nach Hause kommt. Catherine... Caitlin? Caitlin Greenbrier. Also wir sind Caitlin Greenbrier, sie lebt in Portland. Also sie ist jetzt nach Portland zurückgeflogen sozusagen. Ah, 1995, okay. Kann ich meine Sachen nicht mitnehmen? Nein. Keine Ahnung, was das für eine Airlines ist, mit der wir geflogen sind. Oh. Katie, I'm sorry I can't be there to see you, but it's impossible. Please, please don't go digging around trying to find out where I am. I don't want anyone to know. We see each other again someday. Don't be worried, I love you. Sam. Sam ist anscheinend ihr Bruder. Und er möchte nicht wissen. Er möchte nicht sagen, wohin gegangen ist. Und er will nicht, dass Katie nach ihm sucht. Er möchte nicht, dass irgendjemand ihn findet oder nach ihm sucht. Ist abgeschlossen. Die haben doch bestimmt irgendwo einen Schlüssel versteckt, nicht wahr? Vielleicht hier unter der Pflanze. Normalerweise versteckt man doch immer sowas oder hier drunter. Wow. Ist mir gerade ein bisschen zu laut. Muss man schon sagen, also. Das war schon ganz schön scary gerade. Okay. Was soll ich jetzt damit machen? Okay, kommen wir nochmal raus? Nee. Gut, wir können auch einfach hier in dem Vorzimmer bleiben. Da drin scheint auch kein Licht zu brennen. Was ist denn da drin? Ach, das sind alte Lametta. Ah. Da ist der Schlüssel. Mal lieber beide Türen auf. Okay, das Licht geht hier wohl nicht richtig an. Ah ja, doch. Es ist wohl ein Bewegungssensor hier drin. Okay, scheint aber niemand da zu sein. Das ist ein komisches Bad. Gibt's hier Licht? Oh, nichts drin. Scheint ziemlich leer zu sein, ehrlich gesagt, hier. Mal schauen, ob da der Anrufbeantworter funktioniert. Da. Sam. Sam. Hello. Sam. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight.
But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me up. Like, really seriously. Ah, das war der Anruf. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Okay, also erst waren es zwei Anrufe von einer Frau für Sam. Jetzt weiß ich natürlich nicht, von wem das war. Er scheint nicht von Caitlin gewesen zu sein. Sam, Daniel from the neighborhood called. He wants to see some... Come see the new house. Call him back. Daniel is a total weirdo. Okay. Also da wollte sich der Sam wohl nicht mit dem Daniel treffen. Immer schön überall das Licht anmachen, das wirkt beruhigend. Ne, warte mal, haben wir nicht noch irgendwelche... Da. Das sind wohl... Das ist wohl der Flugplan. Katie's Departure to Amsterdam. Also Katie war wohl in Amsterdam. Caitlin. Okay, können wir da anrufen? Ah, ist nicht sichtbar. Boah, der Sound von dem Gewitter ist so ein bisschen scary. Aha. Das ist wohl Sam. Ach, Sam ist wohl auch ein Mädchen. Aha. Da geht's wohl in die Garage, oder? Wieso gehen denn hier alle Lichter nicht so richtig? Okay, ich bin hier. Das ist das Foyer von Porch. Kein Mensch zu Hause. Das ist ja schon mal nicht so gut eigentlich. Kann ich rennen? Ah nein, zoomen kann ich. Wir machen mal lieber über Lichter an. Wäre vielleicht gar nicht so falsch. Aber wo können denn hier die ganzen Leute sein? Wo ist Sam und wo sind ihre Eltern? Ein Brief. Dear Jan, Jan, wie auch immer. Good feeling again. Ich überfliege das nur mal. Ihr könnt das ja selber mal eben euch übersetzen. Von, wer ist denn Carol? Das hat mir lots of numbers. I play them seriously. Has Kate left on her big yacht and is speaking of jealous? Okay, wer ist denn jetzt Jan? Also Jan? Oder wie? Und wer ist Carol? Sind die irgendwie auf dem Foto mit drauf? Wieso kann ich nicht rennen? Was war das? Was war das für ein Geräusch? Jetzt würde hier jemand versuchen, die Tür reinzukommen. Finde ich nicht okay, wenn solche Geräusche hier existieren. Finde ich absolut nicht okay. Achso, da kann ich es untersuchen, oder was? Aber telefonieren kann ich damit nicht. Leitung ist tot, oder wie? Also, Mom ist Jan. Aber wer ist Carol? Ja, keine Ahnung. Okay, vielleicht finden wir hier noch irgendwelche interessanten Sachen. Da war nur der Letter drin. Da ist wohl auch nichts. Nur Büchers. Track and Field Finals. Von Caitlin. Auch von Caitlin, ja, die ist wohl sportlich sehr begabt. Eine eine Streckenläuferin. Sie läuft auf jeden Fall Strecken. Aha, diese Tür ist verschlossen. Hat vielleicht da gerade jemand versucht reinzukommen in die Tür? Es hat auf jeden Fall sich schwer danach angehört, Leute.
Oh, hier war offen. Wieso war da offen? Aber da ist nichts drin, oder? Was ich irgendwie gebrauchen könnte. Sieht nicht danach aus. Das, noch eine Note. From work to new house. Finden in Ranger Station. Aha, irgendwer ist hier Ranger. Left of over here. Left on Graves. Bullhorn. Exit entrance. Eine Stunde und 15 Minuten angeblich. Aha. Da ist hier die Skizze, wo sie fährt. Da ist das neue Haus. Ne, das ist die Ranger Station. Aberhill. Aberhill ist das New House. Ha. Huh. Tja, was soll mir das sagen? Ich find's ein bisschen komisch gerade, dass ich hier... dass ich die Lichter auch alle ausschalten oder ausstecken kann. Ne, ach, kann ich gar nicht ausstecken. Ich dachte. Weil das finde ich ja schon ein bisschen eigenartig. Katie, willst du nicht mal dein Zeug mit reintragen, ehrlich gesagt? Draußen fahren auch Autos vorbei. Müssen wir mal gucken. Okay, das ist hier so eine Art Dingenskirchens. Welcome new student. Ja, babam, High School. Wer geht da auf die High School? Ich schätze mal Sam. So die Folder Pockets, bla bla. Es ist eine Liste von Sachen, die mitgenommen werden müssen. Also eine Einkaufsliste für die Schüler, kennt er ja auch. I'm going to get plenty of sleep the night before. See you soon. Hm. Vom Rektor. Oh my god. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school. And there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Ah. Okay, also anscheinend stimmt was mit dem Haus nicht. Also am ersten Schultag, als sie in die Schule kam, als sie dann von den anderen Schülern ganz komisch angeschaut wurde, als sie gesagt hat, in welchem Haus sie wohnt. Also ist wohl mit dem Haus... irgendwas nicht in Ordnung. So. Eine Postkarte von... von... wieso kann ich mich nicht anschauen? Achso, muss ich drehen. Ah, warte mal. Hi Mom and Dad and Sam. I'm in Paris. I have many important things including... I think the... going to watch film development back... ja, nichts Besonderes. Einfach nur... aha. Aber hell, weird. Boone Country, lol. Ja, okay, also irgendwas stimmt anscheinend hier mit dem Haus so gar nicht. Aber sowas habe ich mir schon gedacht. Was war das? Karten. Kann ich die irgendwie aufmachen? Oh, warum hat die Physik hier gerade... oder warum... warum keine Frames? Oscar Mason. Kannst du ja auch... Mr. Mason was born September in the house. Pharmacy at young age. And returned to Boone Country. He quickly became a hero figure. The center of the community. And dedicating especially as London out to the home. Okay. Okay, also anscheinend hat das diese dieses
Haus hier und die Gegend schon eine Vorgeschichte. Wer ist das? Ist das Sam? Oder ist das Caitlin? Sieht sie aus wie Sam? Ich kann nicht rennen, das macht mich ein bisschen kirre. Ha, könnte Katie oder Sam sein. Aber wenn Sam jetzt erst auf die Highschool ist... wer weiß schon. So genau. Was hier los ist. Und da redet irgendjemand. Scheiße, hier läuft der Fernseher noch. Ich mach mal lieber Lichter an. Also es scheint, als wäre hier noch gewohnt worden und... This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties. Hey, Pioneer, bla bla. Kriegt irgendwie einen CD-Spieler, ein Dings, einen Receiver. Aber der ist noch nicht aufgebaut. Oder wurde wieder weggenommen. Den haben sie anscheinend aufgebaut und wieder abgebaut. Ist ja ganz merkwürdig. Einen Pen brauche ich jetzt nicht. Aber warum läuft hier der Fernseher? Ja, immerhin ist die Pizza aufgegessen. Oh, da hat sich jemand wohl ein Fort gebaut. Hauntings und Poltergeists. Oh. Ich ahne Schreckliches. ja, da hat sich jemand Akte X markiert. Und hat auch jemand ein Interesse an Geistern und an übernatürlichen Phänomenen? Making friends. Sam thought this might help Dad. Okay, also Sam scheint so ein bisschen so eine Introvert... You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this, like, army uniform. She's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Okay. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Ja, es gibt da wohl eine... komische, eigenartige Person. Terry, hey man, have you been published, blah blah blah, hi-fi, blum blum blum. Okay, nichts Interessantes. Oh, das Buch, das der Vater geschrieben hat. The Accidental Savior, aha. Geht wohl um den Kennedy-Mord. Schauen wir mal, was hier auf der Kassette drauf ist. Musik. Auf einer Kassette? Ganz schön laut, also... Girls Card Role Model. Kann ich es drehen und andersrum reintun? Ne, okay, kommt jedes Mal selber. Ich möchte jetzt aber die Musik nicht hören. Die ist auch viel zu laut für dieses kleine Ding. Das kann niemals so eine Lautstärke hervorbringen. Das ist schier unmöglich. Ah, Hatches. Kann ich nicht anmachen. Sind auch alle verbraucht. Da würde auch gar nichts mehr gehen. Oh, da ist noch was zu trinken. Fizzy Soda. Fizzy Ride. Mal schauen, wie viel Kalorien das Ding hat. Wahrscheinlich zu viel. Packen wir gleich mal hier ein.
Und dich auch. So, den machen wir aus. Das zu. Das zu. Ja, ist die Frage, wo ist sie mit dem Receiver hin? Wo ist sie hin? Und warum sieht das hier so... Warum steht die Lampe so schräg? Zum Lesen, oder? Was ist das? Was macht man damit? Was ist denn ein Coaster? I have no idea. Da geht irgendwie ein Kabel... Das ist das Stromkabel da? Achso, das ist das für die Lampe. Hier noch irgendwas? Da ist irgendwie ein Closet. Ah. The Human of the Edge of the World. The Turtle People. Das sieht mir so aus, als hätte Sam das geschrieben. Aber ich bin natürlich nicht sicher, denn ich weiß das natürlich auch nicht auswendig. Ich kenne jetzt Sam ja auch nicht, leider. Da ist ein zerknülltes Stück Papier. Are you the new girl, Sam? Tommy, we're back behind you. Where if we get this and right back? Yes, Samantha. I thought since you knew, maybe you could use a friend. So I thought I'd ask something. Okay. Also irgendwas ist wohl mit dem Onkel von der Familie. Schon wieder dieses komische Geräusch. Dann mache ich jetzt mal lieber zu. Scheint mir irgendwie ein Büro zu sein. Da geht's. The wiring in the house technique up in safety. Ah, es geht wohl um die Elektronik im Haus. Aha. Also die Lichter gehen aus und blinken, also sozusagen so, die haben so einen Wackelkontakt, aber es gibt keinen Grund dafür. Aha, also Neuverlegung von den ganzen Elektroleitungen, um das zu überprüfen, wäre fürs Haus sehr schlecht. Fuck, was war das denn? Das gehört. Ach, das ist das von dem Pioneer Laser Disc Player. Nichts. Warte, da ist doch was drin, oder? Nee. Kann ich das nicht lesen? Das ist anscheinend nicht interessant. Kann ich nicht aufmachen vielleicht? Ist da was drin? Ah ja, da sind Papiere drin. Okay. Der Stuhl dreht sich. Das ist natürlich okay. Hä? Okay. From Arbor Hill to Terence Greenbar. Terence ist doch der Vater, oder nicht? Hallo Terence.
Ja, das ist wohl der Onkel. Aha. Also es war wohl gar nicht geplant, dass die nach Arbor Hill kommen, sondern es war wohl nur eine Einladung von ihm. Ich schätze mal seinem Onkel, also seinem Bruder, wie auch immer, oder keine Ahnung. Die sich jetzt seit über 10 Jahren nicht gesehen haben. Und er lädt ihn halt damit auch hier in dieses Haus ein, aber er könnte verstehen, wenn er ablehnt. Wahrscheinlich wegen gewissen Dingen, die man hört, weiß über das Haus, wie auch immer. Okay, also er schreibt wohl auch irgendwie Bücher, ist wohl irgendwie Autor oder sonst was. Okay, da kam ich her. Ich mag das auch immer nicht, wenn Türen offen stehen. Kennt ihr das? Das ist der Feuermelder. Ganz eigenartig. Was liegt da rum? Das sind irgendwelche Coupons. Na gut, das ist wohl nichts von irgendwelchem Interesse. Ha. Huh. Wo konnte ich denn jetzt nochmal die Karte sehen? Ah, da kann ich mir alles nochmal nach angucken. Das ist mein Passwort. Greenbrier Caitlin. Das dachte ich mir schon fast, dass das Caitlin ist. Dass die so aussieht. Was mag nur mit diesem Haus nicht in Ordnung sein? Kann ich das nicht anmachen? Also alte Plattenspieler sind natürlich immer voll unheimlich, ne? Wer weiß, was da drauf ist. Okay, klingt eigentlich ganz geil. Weil es ist eine riesige Plattensammlung, die sich anscheinend ihr Vater hier angelegt hat. Samantha Greenbrier. Also sollte wohl irgendwie Mr. Circle interested for a tube. Geht's um Schwangerschaft? Und um Befruchtung und so? Der Menstruationszyklus? Okay. Ja. Okay, Nachwirkungen der Nazis und so. Eigenartig. Und hier sind überall diese komischen Dinge. Simi, wieso steht das da mit handschriftlich drunter geschrieben? Und überall hier sind irgendwelche Briefe versteckt. Okay, das ist wohl der Verleger hier. Okay, die lehnen wohl das Buch ab. Okay. Gibt es noch eine Seite? Nee. Text. Was ist das? Okay. Geht das kaputt, wenn ich das nehme?
Nein. Ach, ich hab's noch nicht geworfen. Geht das kaputt, wenn ich das werf? Nein. Okay. Scheint hier aber auch nichts mehr so interessant. Das sind immer diese saudunklen Räume. Okay. Da war wohl kein Lichtschalter. Ich habe auch keine Taschenlampe oder sowas. Und ohne Taschenlampe gehe ich da sicherlich nicht rein. Und schon wieder so ein gruseliger Donner hier. Hat sich aber nichts verändert. Tja. Da komme ich nicht rein. Hier war ich auch noch nicht, oder? Doch. Und das ist Caitlins Haus. Und wir sind bei der halben Stunde angelangt. Jetzt ist die Frage, sollen wir uns nochmal weiter anschauen, was hier so los ist oder was nicht? Ansonsten holt euch das Spiel doch einfach selber. Das gibt's für ein paar Euronen im Steam Shop. Link ist in der Beschreibung. Also wenn ihr keine Lust habt, das selber zu spielen, dann können wir es auch gerne weiterzocken. Ich find's ein bisschen unheimlich. Aber wer weiß. Also ich hoffe, die halbe Stunde hat euch erstmal gefallen. Holt euch das Spiel selber oder schreibt mir einfach einen Kommentar, wenn ihr es weiterhin sehen wollt. Danke und bis dann. Gone home. Tschüss.